Hallo Leute, jetzt bin ich aber gespannt, ob wir ja den Hammer schwingen werden ins Finale. Und genau, ich hatte noch vor, die Chamäleon-Objekte zu sammeln, die ich einfach nicht gefunden habe, die letzten. Und ich habe wirklich lange gesucht, bis ich zwei Chamäleon-Objekte, die mir noch fehlten, gefunden habe. Und zwar bin ich nur in diesem Raum jetzt, um zu sagen, dass hier oben oder da, weiß ich jetzt nicht, hier hatte ich eins übersehen und hinten in diesem komischen staubigen Raum, wo dieser tote Ritter liegt, da ist doch so ein Regal neben dem Kamin oder was das war. Und da oben war der erste Schädel, obwohl der sich auch gar nicht verändert hat. Das war auch ein Chamäleon-Objekt. Und das finde ich ein bisschen fies schon fast, dass die Chamäleon-Objekte dann sich nicht mal mehr bewegen, also dass es sich nicht verändert. Dann kann man sich wirklich ein bisschen dusselig klicken. Na gut, ich habe jetzt jedenfalls 20 von 20. Das finde ich sehr, sehr gut. Und jetzt würde ich sagen, zerschmettern wir mit dem heiligen Schmiedehammer den bösen Spiegel und mal gucken, ob wir dann Gerda und die Schneekönigin und das ganze Land befreien werden. This can't be! I'm fracturing! No! I'm me again. Oh my. What have I done? How could I have ever believed that evil mirror? You wanted to save your child, my daughter. Your heart was pure. I'm so sorry, my son. I only wanted to break the curse you're under. Live or die, you'd finally be free. Mother, why are you crying? Son, you've awakened. This here is your grandfather. He has watched over you all these years. Thank you, Gerda, for lifting this curse. And thank you, Detective, for saving us from what the world might have become. Yes, thank you, Detective. We will stay here and rest for the time being. Please, take Gerda back to the village with you. I'm sure her parents are worried. Farewell. Epilog, du hast die vermissten Kinder gerettet, den falschen Spiegel vernichtet, Schneewittchen vom Fluch des Spiegels erlöst und die Welt vor einem noch nie dagewesenen Schneesturm bewahrt. Nun, da Schneewittchens Sohn erwacht ist, können sie und ihr Vater, der König des Berges, endlich zusammen ihr gemeinsames Leben aufbrechen. Als du das Königreich Schneefall verlässt, triffst du Noah am Bergpass, zusammen mit seinem Sohn Kai und Gerda, dem goldenen Kind. Du streckst die Hände aus und siehst, wie die Schneeflocken auf ihnen zerschmelzen. Der Himmel beginnt bereits sich aufzuhellen und ein neuer Tag bricht heran. Ah, wie schön. Das war ein tolles Finale, was mir sehr, sehr gut an diesem Spiel gefallen hat. Und ja, wir spielen noch das Bonuskapitel, es ist also noch nicht vorbei. Ist einfach super schön animiert. Die Story war schön abgerundet. Das fand ich richtig klasse. Also es gab einen Anfang, es wurde der Hintergrund erklärt und ich fand das Ende auch schön. Und ich denke mir, wenn sie das halt nicht animieren noch oder so, dann finde ich es schön, dass da hinten noch so ein Text rangehangen wird, dass man so ein Ende im Kopf hat, dass alles quasi Happy End-mäßig gut ausgegangen ist. Ja, ein bisschen Happy End muss halt auch mal sein, finde ich. Total schönes Spiel, also ich bereue es gar nicht, irgendwie das gespielt und Let's Played und gekauft zu haben. Da die Wimmelbilder ja selbst mal auch im Angebot oft ein bisschen teurer manchmal sind, freue ich mich, dass das so ein schönes Spiel war. Ich hoffe, es hat euch auch so gefallen. Ach, das war auch eine tolle Szene, wo sie da den Spiegel zeigt, da sah sie auch so richtig böse Schneekönigin-artig aus. Was mir jetzt so ein bisschen fehlte war, das war glaube ich in den letzten Dark Parables Spielen so, dass da am Ende eine Weiterleitung war zum nächsten Spiel. Oder ich habe das jetzt gerade irgendwie nicht so mitbekommen. Ende, danke fürs Spielen. Ach, da kommt noch was. Ach, vielleicht kommt das ja jetzt. Jawohl.
das Abenteuer geht weiter. Ach toll, da war die Weiterleitung zum nächsten Spiel. Freut euch schon mal drauf, da ist die Schneekönigin und steht da. Die Musik war so geil in diesem Spiel, echt. So, dann spielen wir mal das Bonuskapitel. Ich hoffe, ihr habt noch Lust. Hänsel und Gretel, Bonuskapitel. Viele Jahrhunderte vor der Sage der Schneekönigin gab es die Geschichte von Hänsel und Gretel, alleingelassen im dunklen Wald der Oger. Der Oger? Ja. Dies ist die Geschichte ihres Abenteuers, welches so eng mit dem Aufstieg der Schneekönigin und ihrer alles zerstörenden Trauer verbunden ist. Aha. Um zu verstehen, wie Schneewittchens Sohn gerettet wurde, entführen wir dich dorthin, wo die Geschichte wirklich begann, zur Geburtsstunde des goldenen Kindes. Es war einmal ein Holzfäller, nachdem seine Frau starb, heiratete er erneut. Seine Frau sollte seinen zwei Kindern Hänsel und Gretel Stiefmutter sein. Eines Nachts, als der Holzfäller fortgegangen war, hörte Hänsel, wie seine Stiefmutter mit einer anderen Frau in leisen Tönen von den Gefahren des Ogerwaldes sprach. Am nächsten Morgen ging die Stiefmutter mit Hänsel und Gretel in den dichtesten und dunkelsten Teil des Waldes, um schließlich im Dickicht zu verschwinden und die Kinder sich im Wald selbst zu überlassen. Ah, das ist ja toll. Ich hatte ja vor kurzem Fearful Tales Hänsel und Gretel gespielt. Das kann ich mir aber gut vorstellen, dass das jetzt noch so ein bisschen hier dichter an der Hauptstory dran ist. Die Karte sagt, dass es ein Haus in der Nähe gibt. Vielleicht können wir dort um Hilfe bitten. Hier haben wir gleich so ein Parabelteil wieder. Und zwar die Hexe und die Göttin. Sieht wie eine Zeichnung der Göttin aus, die diesen Wald einst beschützt haben soll. Okay. Das ist ja interessant. Ach, Clementine redet wieder mit uns. Und ein Wimmelbild wartet auf uns. Oh, ich freue mich gerade total, dass es hier noch ein bisschen weitergeht. Weil die Spiele sind einfach toll. Also kann man nichts sagen. Viele finden ja Wimmelbild-Spiele auch einfach zu langweilig und so. Aber ich finde, die benötigen halt auch einfach mal Grips. Und ich finde sie deswegen eigentlich nicht langweilig. Weil man ja nie weiß, was für ein Rätsel noch so auf einen zukommt. Na klar, wenn das ein älteres Wimmelbild-Spiel ist, dann wimmelt man halt auch nur. Dann kommt ein Wimmelbild nach dem anderen. Dann kann es auch mal öde werden. Das kenne ich. Aber wenn die ein bisschen neuer sind und es gibt mittlerweile so viele, dann gibt es durchaus total spannende Rätsel, die man, sieht man ja an mir, nicht einfach immer lösen kann. Und ja. Und ich finde die auch super schön gezeichnet mittlerweile und die Animationen werden immer besser. Also man sieht schon einen Unterschied zu früher. This place gives me the chills. Das macht nichts. Wir wimmeln hier uns einen ab und dann kriegen wir das ganze Gedöns, was auch immer wir hier alles so suchen sollen und finden sollen. Das kriegen wir dann schon zusammen. So, jetzt brauche ich noch so eine... Was brauche ich denn hier überhaupt? Das da. Den Kopf der Schlange, der Kobra. So ein... Das da. Und ein... Krissel-Smaragdstein. Wo ist er denn? Irgendwie baue ich mir hier auch gerade so eine Schlangenstatue, ja. Ich lese das hier immer gar nicht oft, wenn ich wimmel. Ich gucke mir dann immer hinterher an, was ich da eigentlich zusammen gebastelt habe. Naja, da war der Krisselding. Und jetzt so der... Was ist das? Ein Halsstück oder ein... Ich weiß nicht. Von der Kobra? Und das ist eigentlich auch das letzte Teil. Ach Mensch, ich finde es nicht. Wo ist es denn? Ach, direkt vor meiner Nase. Ja, okay. Ist ja immer so, ne? Das letzte Teil. So, jetzt haben wir hier die Schlangenstatue. Das ist ja schön. Hinter den Kristallen wachsen einige Blumen. An dieser Tür hängt eine riesige Schnitzerei des Spinnenkönigs. Gut, da soll dann aber nicht die Schlange hin, oder?
Nee. Da soll eine Krone hin. Die vertieft was? Hm. Hier wurde jemand an die Wand genagelt. Einer seiner Finger strahlt ein unheimliches Licht aus. Hallo? Hallo? Ach, sie redet auf einmal. Was ist denn hier mit seinem Finger jetzt? Hier. Hm. Der Strahl des Mondlichts fällt auf den Ast. Ja, ich bin ja da. Ich bin ja hier. Kommen wir jetzt hier weiter? Hallo? Wie sie mal Hallo sagt. Dieses steinerne Artefakt sieht sehr alt aus. In der runden Vertiefung scheint etwas zu fehlen. Ich habe nicht viel, was ich habe zum Einsetzen gerade. Von daher, ja. Hier soll es Oger geben im Wald. Ich bin ja mal gespannt, warum der auch Ogerwald heißt. Vielleicht finden wir noch welche. Vielleicht entdecken wir noch welche. Mal gucken. Was ist denn jetzt mit diesem bescheuerten Finger und was ist hier in dem Ast? Hello? Kannst du da nichts machen? Hier, Gerda. She left us here, didn't she? Oder Mother wanted us lost for good. Kleine Gretel oder wie auch immer du jetzt nochmal gerade heißt. Ich glaube, ich soll da was machen können. Hello? Sagst du nochmal Hello? Hello? This place gives me the chills. Ja, aber was soll ich denn machen? Midel. Kann ich hier nicht nach rechts noch gehen? Dieser Erdhaufen kommt mir verdächtig vor. Sehen wir einmal, was sich darunter verbirgt. Ah. Ah. Oh. Jetzt aber. Yippie. Ah, okay. Richte alle Vögel so aus, dass sie mit dem Wind fliegen. Was? Von wo kommt der Wind da? Ach, ich drücke mal drauf und dann ändern die die Richtung. Mann, der dreht die immer alle um, hier der eine Vogel. Wie soll man das denn schaffen? Welcher ist denn noch falsch? Und nur dieser eine? Oh, Menno. Dahinter war gerade ein Totenkopf. Ich finde das Rätsel irgendwie nicht so toll. Man muss sich ja eigentlich nur wieder so merken, wer mit wem zusammenhängt, also welcher Vogel, damit man einen falsch rummacht, um ihn hinterher wieder richtig rumzumachen und einen anderen mitzunehmen sozusagen. Aber ich bin auch immer nicht so, es ist immer so eine Glückssache bei mir irgendwie. Das sieht nicht gut aus, was ich hier mache. Jetzt habe ich es auch irgendwie ganz durcheinander wiedergebracht, habe ich das Gefühl. Weil die drei waren eigentlich mal zusammenhängend und jetzt sind sie es nicht mehr. Jetzt sind sie es wieder.
Der eine ist jetzt falsch. So. Jetzt ist der wieder falsch. Die drei waren jetzt wieder am Ende zusammenhängend. Die auch. Nur der wieder nicht. Das ist so doof. Ich will den auch natürlich am liebsten trennen von den anderen. Das ist aber nicht einfach. Ich glaube, ich schaffe das Rätsel nicht und ich drücke hier einfach mal auf Lösen. Bin so frech, ja? Okay. Ich weiß, das war jetzt doof, aber ich, ne? Hab den Schädelring jetzt und gut ist. Ich will mich hier nicht so ewig mit diesem Rätsel irgendwie aufhalten müssen. Das war ein bisschen doof. Schädelring. Da vielleicht ran an den Finger. Do you smell that? Burnt sugar, cinnamon cloves and ginger. Ja. Aber du darfst nichts davon essen. Hansel, look. A house made of gingerbread. Nein, tu's nicht. Oh, a visitor. I hope you don't mind staying for dinner, dearie. I've got a puzzle ready for you. No! Help me, Hansel! Da haben wir es, das Pfefferkuchenhaus. Na sowas. Bäume aus Süßigkeiten und Pfefferkuchen, das ist das Paradies. Was ist das für ein Ort? Ein Haus komplett aus Zucker, Zimt und Pfefferkuchen? Ich träume nicht. Oder etwa doch? Die Tür ist abgeschlossen. Wenn ich meine Schwester retten will, muss ich einen Weg hineinfinden. Wir spielen ja im Moment Hänsel. Stimmt, hab ich vergessen. Gut. Dann schauen wir uns mal hier ganz genau um. Hier muss es ja noch irgendwie mehr geben. Ganz viele Schlösser, aber nichts, was ich machen kann. Oh. Was hat er denn? Was ist mit den Bäumen hinter dem Zelt geschehen? Oh, jetzt können wir hier die... Oh, okay. Hallo. There is a small thorn wedged into the sole of my foot. It is too painful for me to walk. Help me, child. Dieses Podest ist mit einer Schlange verziert. Hoffentlich weist das nicht auf die hiesige Fauna. Nein, das soll da rein. So. Die Wunde sieht sehr schlimm aus. Der Splitter steckt sehr tief. Ich muss ihn äußerst vorsichtig entfernen. Er sieht ganz schön mitgenommen aus. Er tut mir so leid. Okay, das ist also ein Oger. Haben wir den auch mal entdeckt? Diese Knochen könnten in Messer verwandelt werden. Aha, aber dann fehlt uns wahrscheinlich noch irgendwie was. Oder so. Dann setzen wir mal die Krone ein. Hier. Da könnte ich reingehen, aber erstmal mache ich das hier noch. Ah, super, alles schon zusammen. Gut. Dann habe ich den Mondarmreif und... Huch, wo kommt denn diese Riesenspinne her? Ich glaube, ich stehe auf der Speisekarte. Iiih, und ich hasse Spinnen doch so. Auf Tauchfühlung mit einer großen, hungrigen Spinne gehen? Nein, danke. Ich muss sie irgendwie einschläfern. Hier haben wir noch ein Parabelteil.
Dein Grabstein verrät, dass es hier eine Göttin gab, welche die Menschen vor monströsen Spinnen und anderen Kreaturen beschützte. Aha. Oh Gott, das Netz ist erstaunlich stabil. Ich brauche etwas Scharfes, um es zu zerschneiden. Ja, schön, dass da noch so einer drinnen steckt. Mhm. Ach, ich dachte, den Stein muss ich mitnehmen. War aber gar nicht so. Ja, ich brauche auch noch so eine... Das da, das rote Ding und diese Scheibe, meinte ich gerade. Das da. Und noch so ein Lederband. Dann den Handschuh. Habe ich auch gerade eben gesehen, den Handschuh. Da. Und so ein braunes Dingens. Braunes Dingens. Da. Zange und Handschuh. Okay. Kann ich jetzt damit die Spinne angreifen oder was wird das hier? Oder das hier eher? Ja, das werden wir im nächsten Part erfahren und mal gucken, was dann hinter der Spinne ist. Sieht auf jeden Fall auch super schön aus. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, wie ihr das Bonuskapitel auch gerade findet. Ich finde es super. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann!